Wie ist das Wirtschaftsministerium eigentlich aufgebaut? Und was sind seine Aufgaben? Das erfahren zwei bayerische Schulklassen heute beim Lernort Staatsregierung. Sie sind zwei von rund 20 Klassen, die jedes Jahr das Wirtschaftsministerium besuchen. Das Wirtschaftsministerium ist vielleicht deshalb beliebt, weil es sich mit Themen beschäftigt, wo jeder direkt damit auch zu tun hat. Arbeit ist zwar nicht alles, aber ohne Arbeit ist alles nichts und alles, was sich darum aufbaut und ist eigentlich sehr interessant auch für junge Menschen. Das 25-jährige Jubiläum des Lernort Staatsregierung gibt dem Erfolg recht. Das Veranstaltungsmodell ist bundesweit einzigartig. Man kann hier mit einem verhältnismäßig geringen Aufwand an Zeit, Ressourceneinsatz und auch an Finanzen einen sehr großen Lerneffekt erzielen. Die Schüler sollen nicht nur mehr über das Wirtschaftsministerium erfahren, sondern auch die Geschichte des Hauses kennenlernen. Zum Beispiel die Ministergalerie und den Ludwig-Erhard-Festsaal. Durch Vorträge und ein Quiz erfahren die Schüler etwas über Wirtschaftspolitik. Von Außenwirtschaft über Mittelstandsthemen bis hin zur Technologieförderung. Danach können Sie Ihre Fragen persönlich an die Staatsministerin richten. Finde ich super, dass sie sich die Zeit nimmt, um sich unseren Fragen zu widmen, weil das doch irgendwie zeigt, dass sie auch Interesse an den Bürgern hat und an den Anliegen der Bürger. Schönsten war das Quiz von dieser Einführungsveranstaltung zum Wirtschaftsministerium. Da haben wir also ein Quiz am Schluss gemacht und da waren alle Mädels so dabei, das war Gaudi. Für die Staatsministerin selbst ist der Lernort Staatsregierung ein Wunschtermin. Also mir liegt es sehr am Herzen, mit den Schülerinnen und Schülern zu diskutieren, auch zu erklären, wie Politik funktioniert, was dahinter steht, was vielleicht nicht in der Zeitung alles sofort zu lesen ist. Und da hat man die direkte Möglichkeit. Besser geht's nicht. Die Schüler lernen etwas über das Wirtschaftsministerium und das Ministerium über die Anliegen der Schüler. So profitieren am Ende des Tages beide Seiten.